Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück. Heute validieren wir mit dem Testify-Based Template, dass alle Bilder, die sich auf unserer Website befinden, laden. So, wir befinden uns hier jetzt auch schon wieder in unserer IDE. Solltet ihr das erste Video dieser Reihe verpasst haben, guckt euch das auf jeden Fall noch an, denn wir machen hier jetzt direkt weiter. Ich habe hier schon mal wieder die nötige Vorarbeit gemacht und das It für unseren Test angelegt. Und jetzt müssen wir nur noch wieder unser Zeitpunkt.tt eingeben, dass uns hier wieder die Vorschläge für die Testify-Commands gemacht werden. Und dann ist der Command, den wir hier suchen, einmal der TT Validate All Images Response Status OK. Dann noch die Funktionsklammern und das Semikolon und dann sind wir an der Stelle auch schon fertig. So, jetzt sind wir hier wieder in Cypress und lassen den Test einmal durchlaufen. Und das wäre es dann auch schon gewesen. Das Ganze hat jetzt eine volle Sekunde gedauert und in der Zeit wurde hier überprüft, dass alle Bilder auf der Roland Goller Seite hier auch laden und den Status Code 200 zurückgeben. So einfach geht das Ganze mit dem Testify Base Template, also guckt euch das Ganze auf jeden Fall mal an. Der GitHub-Link dazu ist wieder unten in der Beschreibung und bis zum nächsten Mal.